Moin, hallo und willkommen zurück zu Dinkum. Heute ist Freitag der 13. Oh, Backe, ob das ein guter Tag wird? Ich weiß es noch nicht genau. Franklin, was haben wir denn gekriegt hier? Wer hat noch was bestellt, ne? Genau. Ach, den Repair Table, dankeschön. Okay, wir stellen den mal. Wo stellen wir den mal hin? Hier hin? Repair Table. I need a repair kit to use it. Habe ich Repair Kits hier schon gesammelt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe keine Repair-Kits gesammelt, echt nicht? Heute ist wieder anders ein Besuch, ne, glaube ich, von den. Yay, wir haben weiße Eier. Nice. Ich guck mal gerade. Ich glaube, wir haben Besucher heute. Ja, wir haben Besucher heute. Das heißt, Ted ist heute nicht da. Komm, wir kümmern uns heute mal wieder um die Tiere ein bisschen. Komm, halt ein bisschen knuddeln. Alter Schwede, 20 Millionen Eier hier. Ja, ordentlich geschissen hier. Laurel, hey, hallo Laurel. Da ist noch mehr, also noch mehr Eier. Ach du meine Güte. Wie, ist das Huhn auch schon ausgewachsen? Lilly? Tatsache, Lilly ist schon ausgewachsen. Auch ein schwarzes Huhn. Jetzt habe ich zwei weiße und zwei schwarze. Ich habe kein braunes Huhn mehr. Ich hatte doch ganz am Anfang, glaube ich, ein braunes Huhn, meine ich. Bin mir nicht sicher. Oh. Können wir auch schon wieder Honig sammeln? Nice. Was ist eigentlich aus unserem Mega-Seed geworden? Würde mich mal interessieren. Ja, Lani. Ich muss mal gerade, warte mal kurz. Wegräumen. Zwei Eier haben wir schon gekriegt. Okay, wir haben schon länger nicht mehr gesammelt hier, wa? Hey, Scarlett. Kann ich dich gerade melken? Dankeschön. Ja, Lani, dich auch noch kurz. Dankeschön. Hey, Belinda. Ich kann dich ja nicht melken. Sehr cool, wenn es auch welche geben würde, die so klein bleiben würden. Das sieht so niedlich aus. Nein, ich wollte eigentlich die Kacke einsammeln. Scarlett. Lass mich die Kacke einsammeln. Dankeschön. Ich finde das so niedlich. So, okay. Das hat mir noch was anderes. Wie sieht es mit dir aus, Kollege? Roadrunner, Jetzt konnte ich dich gerade petten und jetzt wieder nicht da. Du isst nicht. Was isst du denn eigentlich normalerweise? Gucken wir mal gerade nach. Roadrunner kriege ich das nämlich nicht weiter. Du bist gepettet, du bist geschältert, du hast nichts zu essen. Da ist Essen, aber das isst du nicht. Was isst du denn? Oder isst du Fleisch? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss das unbedingt mal rausfinden, weil das ist ein bisschen doof. So, Kacke können wir hier noch reinhauen. Ich muss aber mehr Kacke, Produzenten hier bauen, hätte ich beinahe gesagt. So, okay, dann gehen wir nochmal kurz zu den beiden Pebbles. Ne, Plips. Plips, Pebbles? Ich sag mal Pebbles, ich weiß auch nicht genau warum. Hey, ihr beiden. Ihr kriegt auf jeden Fall ein größeres Gehege. So, und Schnipp. Na, Schnipp, 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 Schnipp. Okay. Es war ein bisschen nass, das ist okay. Ich muss aber gerade die Kacke hier einsammeln. Mach zu. Nein, zu. Zu. Okay. Hier sieht's aus, ne? So, erstmal Kacke weg. Dann sieht das wieder bei euch auch vernünftig aus. Sehr gut. Schere zurück. Das kommt direkt wieder in die Produktion. Ich sag mal, wenn ich jeden Tag produzieren würde hier, dann könnte ich wahrscheinlich auch da nebenbei auch noch mal ein bisschen Geld machen hier. So, gucken wir mal. Ich bin echt schon überlegen, ob ich ein paar von den, Traps baue und baue die einfach neben, pack die einfach in der Truhe neben die Fallen. Dann kann man jederzeit das auffüllen. Und eigentlich direkt loslegen, ne? Das Zeug geht erstmal da rein, das Zeug geht erstmal da rein. Okay. Was haben wir denn heute? Wir müssen heute mit Fisch Geld verdienen. Vier Fische. Okay, einen Fisch haben wir da drüben. Ich angle jetzt kurz nur irgendwelche Fische, ist gerade egal. Ich muss da auch mal wieder beigehen. Stimmt, ich wollte ja mit Angeln mal ausprobieren. Ich habe mein Buch natürlich jetzt nicht dabei. Dass ich mal ein paar Fische angel, die richtig Kohle wert sind. Auf der anderen Seite muss ich noch gucken, welche Fische ich noch brauche. Weil ich habe ja noch nicht alle gefunden. Der ist nicht so viel wert. Wo ist denn der andere Fisch? Da hinten irgendwo, ne? Hier? Da ist er.
Da ist noch ein großer Fisch. Ist das Talia? Nein. Was war das mal für einer? Riverbase, okay. Ich brauche jetzt nur drei. Guck mal, hier ist ein Hummer. Ich weiß gar nicht, Hummer sind nicht so viel wert gewesen, oder? Komm, ich nehme jetzt erstmal einen Fisch noch. Einer von euch beiden wird das mitgenommen. Einen habe ich noch. Ich sehe gerade, wir müssen eh cagen. Also von daher. Noch ein Riverbase. Die sind wahrscheinlich nicht so viel wert, aber ist egal. Ich habe mein Buch jetzt auch nicht mitgenommen. So, wir haben drei Fische. Ach, dich habe ich auch noch. Okay, dann komm, dann nehmen wir euch alle mit. Ist egal. Wobei, nee, dich wollte ich hier behalten. Du bist ein Thunfisch, ne? Ja, du bist ein Yellow Thunfisch. Okay. Jetzt müssen wir Gras. Plant for Wild Seeds. Trap Animal Deliver. Okay. Dann gucken wir gleich mal, ob wir einen Auftrag haben. Dann schauen wir mal. So. Guck mal, das wächst schon ganz gut. Das sieht schon ganz schick aus. Franklin, muss ich mal kurz gucken, was wir da noch einen Auftrag geben könnten. Hey Franklin, ich hätte gerne noch was gebaut bei dir. Ich muss nur wissen, was du brauchst und wie teuer das ist. Was brauche ich als nächstes? Repair Table habe ich, Charging Station habe ich, Quarry habe ich, Gatchmaschine machen wir auch später. Fahrzeug ist auch ganz nett, aber lassen wir erstmal außen vor. Dirt Printer brauche ich nicht. Jackhammer. Stone Grinder habe ich gekauft, also das wäre kein Problem. Ja, wir tracken den mal, komm. Ich komme wieder. Wie teuer war der? 100.000? Ja. Okay. Dann gehen wir erstmal gerade die Fische verkaufen. Dann haben wir bei Franklin das auch bald alles weg. Ich muss hier unbedingt noch mehr umbauen. Also wir sind noch lange nicht fertig. Wir essen heute da. Shayla ist heute da, ne? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen Smalltalk machen. Wir hoffen, dass die dann auch bald hierher kommt. Clover habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Hey John. Wie kann ich dir helfen? Ich hätte gerne Fisch verkauft. Ist jetzt nicht viel, aber immer ein. Mal sehen. 11.000? Ja, klingt gut. Okay. Dankeschön. Mach's gut. Es gibt immer noch Tickets. Das wundert mich. Ich dachte, das Event ist jetzt langsam mal vorbei. Lesen. Wanna trade? Rote Hose? Nope. Digo. Digo Capturing. Okay. Wenn wir eh capturen müssen, dann können wir auch einen Digo capturen, kein Problem. Shayla, gucken wir gerade mal rein. Hey Shayla. Ja, nee. Willkommen zu Tuckenbox. Also, was kann ich für dich tun, Possum? Lass reden. Worüber willst du reden? Was gibt's Neues? I think it's great to talk about your problems. Ich finde es großartig, wenn du über deine Probleme redest. Just not to me, enough, aber nicht mir, okay. I've got a business to run. Was ein Geschäft zu führen, okay. Wir haben jetzt nichts richtig, ne? Kann ich was für dich tun? I would love a meat pie right now, okay? I think you could. Ja, okay, mach mal. Ich hoffe, wir haben die. Wir haben die hoffentlich. Ich kann ja auch Geld verdienen hier, indem ich Sachen verkaufe, ne? Ich müsste mal gucken, wie viel man da verdient eigentlich. Das müsste ich alles mal ausprobieren. Ich müsste mir so eine Liste machen, so mit abhaken und so. Gucken wir mal. Also, wir müssen jetzt nochmal schnell was fertig machen für. Für Franklin. Federn, Zylinder, kein Problem, Board, auch kein Problem. Eisen müssen wir gerade schmelzen. 8 Stück dauert einen Moment. Kriegen wir aber hin, hoffentlich. Ich hoffe, wir haben genug Ressourcen dafür. Oh, Backe. Ich glaube, gerade so, ne? 8 Stück, ja, das könnte gerade so reichen. Das heißt, wir brauchen wieder Eisen. Da müssen wir mal schauen. Okay, dann suchen wir die anderen Sachen zusammen in der Zwischenzeit. Vielleicht brauche ich doch noch 2 Schmelzöfen. Dann bauen wir noch 4 aus, ist egal. Ja, das sind nur Waffen. Wir brauchen Greenboard 1, Rotzylinder 2 und 5 Springs. Ein Stone Grinder brauche ich noch. Den habe ich hier reingeschmissen, oder? Stone Grinder da. Okay, ja, nur noch 8 Iron Bars, dann haben wir es. Dann packen wir mal gerade die Tickets weg. Wo habe ich die noch reingeschmissen? Hier? Nein. Hier? Ja. Ich habe alles pink. Ich muss mal meine Dekoration ändern hier. Okay, ja, wir brauchen definitiv wieder mehr Eisen. Das wird nicht reichen. Ich muss mal gucken, wie viel Eisen ich brauche für das andere Gerät. Und ich würde gerne bei Ted 2 Sachen in Auftrag geben. Das heißt, wir müssen da noch mal ein bisschen Dings sammeln. Das können wir dann mit dem Fisch mal probieren. Das wäre eigentlich meine Idee.
Ich würde gerne den Zapper haben. Das habe ich ja letztes Mal nicht geklappt, weil ich habe den einfach nicht gefunden. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Barregen nicht auftaucht oder ob ich jetzt wieder zu doof war. Kann natürlich sein, dass ich jetzt zu doof war. Dass wir dann da den, ja, den Zapper in Auftrag geben und dann würde ich gerne noch eine Waffe haben. Ich weiß noch nicht genau, was für eine. Pfeil und Bogen wäre cool. Würde mich interessieren, aber ich glaube erstmal nicht. Ich glaube entweder den Hammer oder den Speer. Eins von beiden. Der Speer geht natürlich schneller, aber der Hammer ist halt. Der hat halt mehr Durchzugskraft halt, ne? Muss ich mal gucken. So, wir haben alles, wir können das abgeben. Dann geben wir das Franklin, dann kriegen wir morgen wieder Post. Bis dann habe ich es ja vergessen, bis zur nächsten Aufnahme. Weil ich im Augenblick noch anderweitig beschäftigt bin und dann, ja, geht das ein bisschen unter. Guck mal, ich muss auch die Stadt endlich mal schön machen hier. Hey Franklin. Hier, kannst du mir das herstellen? Ich will den Jackhammer haben. Das nehmen wir wieder raus und dann kommischen wir den. So, du bist interessiert in meinem Jackhammer? Ja. Der ist handlich? Ja, ich weiß. 100.000? Okay. Hier. Okay, morgen ist fertig. Dankeschön. Was haben wir hier? Cobblestone Path. Oh, das ist wie Cobblestone Path. Ja, nehmen wir mit. Und ich hätte gerne noch ein bisschen Repair Kits hier. Use it to repair all your damage tools. Yep, 30.000. Wow, ein? Einer kostet 30.000? Holy moly. Ich kann nur hoffen, dass der. All your damage tools. Okay, das heißt, ich kann damit alles reparieren. Okay, dann ist 30.000 okay. Dann gehen wir mal schnell zu Rain. Wobei, hat Rain offen heute? Ne, Rain hat zu heute, ne? Ja, Freitags geschlossen. Okay. Dann brauche ich jetzt auch erstmal nicht hin. Tja. Dann, was mache ich denn jetzt? Wir müssen Fallen mitnehmen. Wir müssen eh noch ein bisschen was sammeln. Der Hammer ist schon ziemlich lediert. Ich muss mal gucken, wie viel kaputt ist eigentlich. Aber, ja, weiß nicht. Repairen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht, ne? Gucken wir mal. Ich glaube, ich brauche noch mehr von dem Matt da. Ich habe, glaube ich, nicht genug Felder. Und es muss, glaube ich, 7 tief sein, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich bin mir nicht sicher. Ein bisschen nochmal nachgucken. Ich mache das Repair Kit erstmal hier rein. Hier geht er rein. Da nehmen wir das Fischbuch nochmal mit, falls wir können. Und. Ja, stelle ich da welche hin? Ich bin gerade überlegen. Komm, wir stellen da mal ein paar Fallen hin. Was brauche ich denn für Fallen eigentlich? Federn und Eisen wahrscheinlich, ne? Iron Bars, ja. Wood Springs, Hardwood. Habe ich zufälligerweise 2 Hardwood hier? Nein, nicht da, da. Ja, habe ich. Eisen hätte ich gerade so 2, dann ist alle. Oh, Backe. Das heißt, ich muss wieder was sammeln gehen. Springs brauchen wir noch 4? Ich weiß nicht. Ich hoffe mal. Genau, 4 Springs, 2 Hardwood, 2 Iron Bars. Okay, alles klar, das kriegen wir hin. Dann nehme ich hier noch Fallen mit. 2. 4. Nehmen wir mal 4 mit. Passt schon. 2 produzieren wir noch. Okay, dann haben wir 2 Reserve. Und wir craften nochmal 2. So, was muss ich sammeln? Diggo, ne? Ich guck mal nach. Was hat mein schlaues Buch? Meine Task. Meat Pie und Diggo Drop-Off. Alles klar. Meat Pie. Habe ich Meat Pie zufälligerweise? Happy Stew? Meat Pie habe ich da. Nice. Dann nehme ich nochmal einen für den Diggo. Den müssen wir abgeben. Also einen brauche ich. So, okay, dann sammeln wir uns gleich mal einen Diggo ein hier noch. Auf dem Rückweg. Und dann gucken wir mal, dass wir da was finden. Da haben wir zumindest ein bisschen was geschafft. Achso, ich muss mal gerade gucken, wie sieht das hier aus. Die wachsen schon, aber wirklich, wir müssen mal gucken, dass wir Materialien zusammensuchen für unseren Wassertank, damit das automatisch läuft, damit ich da nicht hingehen muss. Da müssen wir gucken. So, den Meat Pie geben wir erstmal ab. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Hey Shayla. Willkommen in Tuckerbox. Hier, ich habe was für dich. Das für dich. Oh, hier vorne Meat Pie? Ja. Da. You bloody beauty. Thanks a bunch, Possum. You always push through. Purple Couch. Cool, die nehme ich definitiv. Mach's gut. Die nehme ich. So, Mr. Diggo kommt jetzt mit nach Hause.
So, komm her, Kollege, wir gehen. Du wirst jetzt weggeschickt. Alter, guck mal hier. Ich dachte gerade, da wären Muscheln dran oder so. Dass das so viel Seewasser gefressen hat oder so. So, wir bringen ihn mal weg. Ich muss mal gucken, man kann auch einen Dego tamen, glaube ich, ne? Ich glaube, man kann einen Dego tamen, weil man hat ja diese Dego-Hütte da, oder was das ist. Da müsste ich mal gucken, wie das geht. Ich hätte gern einen. Muss mal schauen, wie das funktioniert. So. Dann gehen wir dich jetzt mal ab. Drop. Mach's gut. Dego geht. Dann pflanzen wir gerade 4 Seeds. Und dann geht's in die Wildnis. Mit der Couch in der Tasche. Auch nicht schlecht. So, okay. Wir nehmen mal 4 Seeds. Pflanzen die gerade mal hier ein, so. Fertig. Erledigt. Okay, dann seppen wir mal rüber. Achso, wir wollten mal den Quarry, muss ich mal angucken. Ist da schon was dran gekommen? Also was rausgekommen oder nicht? Oder wie funktioniert das? Tatsache, guck mal hier. Ich muss den freistellen, glaube ich. Guck mal, der hat an 2 Stellen hat er was hingepackt, aber weil er keinen Platz mehr hat, kann er das nicht machen. Das heißt, den muss ich noch wegnehmen. Okay, gib das alles her. Kann ich dich nochmal mitnehmen? Oder sitzt der jetzt fest? Nee. Pick mal den ab. Den Quarry setzen wir mal hier vorne hin. Aber wenn der wirklich 4 Sachen mitnehmen kann, dann will ich den haben, irgendwo, dass der frei steht. Das ist auch blöd, der steht mit dem Weg. Wo kann ich den denn hinstellen? Hier? Ja, stellen wir ihn hier hin, ist egal. Sieht nicht gut aus, aber dann hat er an allen Stellen frei. So. Dann kann der nämlich hier zack, zack, zack. Ich hoffe, das funktioniert. Die Idee. Wahrscheinlich habt ihr schon in Kommentare geschrieben. Du musst das Ding freistellen, dann hat er an allen 4 Seiten was. Okay, habe ich gemacht. Den könnte ich natürlich auch bei mir zu Hause hinstellen dann, ne? Im Grunde genommen. So, wieso habe ich jetzt. Achso, die Holzzylinder kamen da gerade raus. Okay. Ja, dann räume ich das Zeug gerade noch schnell weg. Wie viele Felder haben wir hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, ich habe mehr Felder. Aber es ist nicht tief genug, glaube ich. Moment, das wächst doch bis unten, guck mal. Ah nee, das ist, weil das da drunter ist. Ich müsste den hier wegnehmen. Nee, müsste dann noch doch den wegnehmen, dann sehe ich das. Doch, der wächst runter, guck mal. Siehst du, der ist schon 3 Felder tief. Dann brauche ich da nichts machen, dann lassen wir das so. Ich hoffe mal, da wächst was. Aber es soll halt eine ganze Weile dauern, bis da mal groben wachsen. Ist ja erstmal ein Feldtest, sozusagen. Jetzt räumen wir das Zeug erstmal weg. Wir haben Holzzylinder, wir haben hier Tin, das kommt hier rein. Ich habe jetzt intelligenterweise nur eine Kiste mitgenommen, obwohl ich für zwei was haben wollte. Die Couch, ich muss unbedingt mal umdekorieren. Die lila Couch will ich auf jeden Fall aufstellen. Die ist besser als diese pinke Couch da. So, Tee haben wir noch. Baue ich noch was ab? Ja, könnte ich eigentlich, ne? Wenn ich schon dabei bin. Dann gib mir nochmal eine Wattle. Für Kampf vielleicht noch, falls wir brauchen. Die nehme ich mal raus. Eine Kiste hätte ich gerne noch. Wo haben wir die denn hingeballert? Hier, ne? Nee, hä? Doch, da sind Kisten. Okay, wo habe ich denn jetzt? Jetzt muss ich natürlich herausfinden, wo ich die Dropping Stations hingebaut habe. Das wäre cool, wenn man die markieren könnte auf der Karte. Kann man ja eigentlich. Ich bin ja doof. Da muss ich mal gucken. Also wir hatten 2 Stück. Also bei den Bush Devil da unten hatten wir einen hingebaut. Und bei den hey Fletch, kann ich was für dich tun? Noon already. Ja, ich weiß. I'll tell you what. Today is going quick. Ja, das stimmt. Hast du einen Job für mich? Would you be too much trouble for catch Blue Moon Butterfly? Kriegen wir hin. Tropics. Kein Problem. Bin unterwegs. Hier ist kein Blue Moon Butterfly, ne? Die haben wieder dieses weiß-blaue. Was flattert hier so? Das könnte Blue Moon sein. Ey, komm her hier.
Okay, wir gehen gerade zurück und geben den ab. In den Truppen, aber hier ist er auch, also von daher ganz okay. Dann geben wir den gerade ab. Dann warte, Fletch, komm her hier. Ich hab's für dich erledigt. Oh, hier von der Blume. Ja, habe ich hier. Thank you so much. Jo, ich helfe gerne. Mach's gut. Ossi-Head. Oh, cool. Warte mal. Joho! Nice. Okay, das sieht schon besser aus wieder. Cool. Okay, auf geht's. Neuer Hut. So, ich müsste eigentlich für Milburn noch was erledigen. Komm, Milburn, hast du noch was für mich, dass wir hier ein bisschen Freunde werden? Things are really starting to shape up around here, huh? Ja, es wird langsam. Brauchst du irgendwas? Oh, Ryu, you have a logging license, right? Think you could help me out, rustle up 5 Gumput? Ja, kriegen wir hin. Dankeschön. Mach's gut, bring ich dir später. Mach ich auch einen Rückweg. Ich hoffe, du pennst nicht. So, wir gehen mal in Kampfposition. Und zappen mal, Wir zappen mal. Wo zappen wir denn mal hin? Hier hin. Ich glaube, hier hatten wir gebaut, ne? Ich glaube, da und da oben. Das habt ihr, glaube ich, auch gemacht, ne? Ja, einfach Fallen gesetzt und dann, ich stelle die jetzt einfach mal hier auf. Und stelle mir hier hin. Ja, hier hinter, würde ich sagen. Stelle ich mir noch eine Kiste hin. So. Dann kann man die Fallen da reinpacken zur Not. Oder immer Fallen reinpacken zum Nachfüllen. So ist es am besten. Da drüben auch. Das ganze Spielchen und dann gucken wir mal. Ich meine, ich habe irgendwo noch einen hingestellt. Ich bin mir jetzt leider nicht sicher. So, Eier sind ja nur im Frühling. Also von daher, Eier sind ja erstmal vorbei. Drehen. Stellen wir da hin. Okay. Stellen wir da jetzt noch was rein oder nicht? Bin überlegen. Ja, komm, wir packen mal zwei hier rein für den Fall der Fälle. Brauchen tun wir sie erstmal nicht. Also kommen sie weg. Und die beiden, schauen wir mal. So, dann haben wir das vorbereitet. Kann ich dich eigentlich mitnehmen? Warte mal. Mach's gut. Kittner. Cool, das ist der erste Kittner, den wir jetzt mitgenommen haben. Coole Sache. Ich stelle mal einen hin. Ich habe nämlich eine Idee. Ich würde gerne was ausprobieren. Wir ärgern mal so einen Kollegen hier und lassen sie mal folgen. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir warten, bis er da ist. Komm, ich will mal dich aufwegschicken. Ich will mal wissen, wie viel du wert bist. Na, komm schon. Mach's gut. Ein Friddy. Guck mal, so eingepfercht. Oh. Da ist Friddy weg. Okay. Dann habe ich jetzt alles weggeschickt. Ich bin mal gespannt, wie viel die wert sind. So, Gubbel Gubbel müssen wir uns auch mal wiederholen, ne? Warum nenne ich die eigentlich mal Gubbel Gubbel? Ich weiß auch nicht genau, ist ja auch egal. Zu viel Asterix und Obelix, glaube ich, hier. Das wäre lustig, wenn man die so hochheben könnte, so mit der Hand einfach so, wupp. Okay, was wollte ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier hingelaufen, um keinen Plan zu haben. Das ist immer gut. Fische. Fische, Fische. Ach so. Gucken wir mal. Wir angeln mal zwischendurch ein bisschen was. Jungle Perch 1200. Ein Goldfisch. Hier, die Goldfische, die sind richtig was wert, ne? Wo ist denn der Goldfisch jetzt? Da? Ja. Da muss man aber echt picky sein, ne? Wenn du dann echt nur die. Ach, Mist. Wenn du nur die rausfischen willst, die halt richtig was wert sind, und musst du halt Glück haben, dass sie anbeißen. Ich habe bisher immer halt alles geangelt. Aber so kann man natürlich explizit gucken, okay, die sind mehr wert, macht mehr Sinn. Okay. Was ist das da hinten? Ich kann es nicht erkennen. Wie viel ist der wert? 2000, 3000, 3000 ist der wert. Da komme ich aber nicht ran gerade. Müsste ich mit Boot durch die Gegend fahren. Doch, hier ist. Alter Schwede, ist ja viel wert. 4000? Krass. Okay, nehmen wir mit. Dann angle ich jetzt heute noch ein bisschen was. Ich kann natürlich nicht gucken, wie viel ich hier
genau habe. Aber so ungefähr. Ja, auf dem Boot wäre besser. Auf dem Boot ist einfacher, das zu machen. Ich glaube, ich werde mir. Ich weiß gar nicht, kann man auf dem Jetski stehen bleiben? Dann würde ich mir den Jetski vielleicht nochmal holen. Komm her, Kollege, nicht du. Dein Counterpart. Mist, wenn einer angebissen hat, dann. Oder anbeißt, dann. Der hier, ne? Ich hoffe, ich habe den richtigen jetzt hier. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht gut. Komm her, Kollege. Ich hoffe, du bist der Richtige. Ist ja cool, wenn man die Fische markieren könnte. Aber das ist ja wieder zu einfach. Alter, du bist ja ganz schön hartnäckig. Ja, du bist der Richtige. 1500 ist auch ganz nett. Jetzt bin ich natürlich picky geworden, ne? Jetzt will ich natürlich die für 4000 immer haben. Aber das dauert dann dementsprechend auch wieder länger. Mist. Der hat instant angebissen, der eine hier. Ja, genau du. Du sollst herkommen. So, ich frage mich, ob es noch Fische gibt, die noch mehr wert sind. Der Thunfisch vielleicht? Bestimmt. Nein, 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 das will ich nicht. Jetzt laufe ich mit dem Buch in der Hand rum. Man, wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal hier mit dem Buch in der Hand rumlaufen würde? Alter, wie viele Fische schwimmen hier? Guck mal, das sind die ganzen teuren Fische hier alle. Toll. Habe ich den falschen erwischt, ne? Ja. Genau den, der nicht so viel wert ist. Ist egal. Kommt der hier hin? Ne, ist zu weit weg. Da muss ich hin. Da hat sich das Meer erstmal auf Blau umgeschaltet. Das Problem ist, jetzt sehe ich den nicht mehr so gut. Ist der falsche? Ich könnte ihn jetzt wieder ins Meer schmeißen, aber das wäre dann auch blöde. Ich glaube, der Richtige hat angebissen. So viel angeln ist auch nicht mehr, ne? Jetzt habe ich gerade mal angefangen zu angeln, aber ist egal. Wir können das ja nebenbei mal machen. Da ist er. Okay, wo ist der nächste? Ganz weit draußen. So weit komme ich gar nicht. Der sieht es nicht. Ist zu weit weg. Ne, wir müssen das mit Boot machen dann. Wobei, ich hatte doch ein Segelboot-Plan. Ich muss da mal nachgucken. Hier ist noch einer. Dich, Kollege, hätte ich gerne. Den richtigen erwischt? Ja. Gut. Gehe gleich nochmal zurück dann. Also wir machen erstmal Stopp gleich an der Stelle hier. Kaching. Baku Grunter. Goldfisch mit 1300. Da glitzert es noch. Da ist noch eine Perle. Habe ich den Goldfisch hier direkt erwischt? Ne, er sieht es nicht. Ist dran vorbeigeschwommen. Das ist egal. Dann gehen wir, komm, ist egal. Ich will jetzt hier nicht stundenlang rumhörpdörpen. Ja, wir gehen zurück. Wir gucken mal gerade. Ich habe irgendwas Segelbootmäßiges im Kopf. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich gucke da mal nach. Wenn wir ein Segelboot bauen, können wir natürlich auch lustig. So, Kollege, ist jetzt hier Tasmanische Teufel unterwegs? Ich sehe schon da oben. Hallo. Bist du der Einzige? Ihr seid doch eigentlich mal zu zweit, oder nicht? Tschüss. Ich meine, die sind zu zweit. Hier fehlt einer. Ich müsste eigentlich mal so eine Safari-Episode machen.
So total bananig blödsinnig. Mit Effekten und so, aber da müsste ich mal gucken, wie das funktioniert. Das wäre vielleicht lustig. Egal, wir setzen mal zurück. Und gucken wir, was da drüben noch machen können. Die Fallen, die gehen ja nicht weg, die bleiben ja wohl da, oder? Ich muss noch 5 Gammut holen für Milburn. Ich hoffe, Milburn ist noch draußen. Ja, Milburn ist noch draußen. Ich sammle mal gerade 5 Gammut, waren das, ne? Die liegen hier auch rum, glaube ich, oder? Wie viel brauche ich? 5? Ja, habe ich 5 Loks. Okay, gehen wir gleich ab, dann ist es gleich auch weg. Summelburn, hier, ich habe was für dich. Ist Dark already? Hier. Oh, hier vorne 5 Gamlok? Hier, habe ich. Hier. Very good. I suppose you would like a reward now. Dankeschön. Mach's gut. Okay. Dann haben wir es auch erledigt. Die Fische, ja, muss ich mal gucken. Die muss ich dann halt aufstellen. Das ist natürlich blöde, weil dann stehen da 20 Millionen Aquarien rum. Finde ich halt nicht so schön, wenn die so rumstehen. Es wäre toll, wenn man so ein großes Aquarium bauen könnte, wo man die alle reinbappen könnte dann. So wie im, ja, wie im Museum halt, ne? Nur für zu Hause. Das wäre ganz cool. Jetzt muss ich die alle hier hinstellen. Oh boy. Was? Ein paar Fische? Nicht viel, aber naja. Ich kann es nicht drauf bauen, okay. Warum geht das denn nicht? Merkwürdig. Ich kann es da nicht hinbauen, warum nicht? Das ist seltsam. So, ich stelle das jetzt mal alles hier hin. Die Fallen sind auch schon wieder voll, habe ich gesehen. Stehe ich zu nah dran oder so vielleicht? Weiß ich nicht. Ist das ein Rochen? Jo, hier sind Rochen unterwegs. Warte mal. Wie viel sind die wert? Stingrays sind richtig was wert. Nein, nicht du. Mist. Neuer Versuch. Stingray. Kann ich die unten in so ein Aquarium stopfen? Das passen doch da gar nicht rein. Stingray ist jetzt nicht unbedingt den Fisch, den ich angeln wollen würde, hier muss ich zugeben. Wo ist denn der andere Stingray hin? Die wollten sich bestimmt paaren und jetzt habe ich sie gestört. Ich will den anderen noch haben. Ich will zwei haben. Wo ist der andere? Stingray. Sehr weh. Kriegt er nicht mit, weil nach hinten. Mann, was ist denn los? Jetzt aber. Okay. Ich nehme ihn noch mit. Ich glaube, Angeln nach Mitternacht geht auch noch. Da kann man eigentlich auch ganz gut angeln, weil du brauchst fürs Boot fahren und fürs Angeln nicht ganz so viel Energie. So, wir fahren zurück. Ich habe jetzt auch nicht die Fallen gecheckt. Da müsste ich auch mal gucken. Die plätschern hier schon wieder. So, können wir die jetzt noch? Wir müssen die hier irgendwo hinsetzen. An den Grill am besten. Echt? Die kommen da so in so einen kleinen. Okay, auch nicht schlecht. Ich dachte, die hätten ein größeres Aquarium. Na gut. Hier, guck mal, da könnt ihr euch auch in die Augen gucken. So. Oder auch nicht. Hätte ich anders stellen müssen. Ist egal. Ich hätte nachher die ganzen Strand voll hier nur mit Aquarien stehen dann, ey. Oh Mann. So, Fisch. Gib mir mal kurz zwei Fische. Das packen wir weg. Machen wir nächstes Mal weiter. Gucken wir mal, was unser. Wo ist denn unser? Ich pick Appen. Ich will. Na.
Wieso kann ich nur pick-upen? Ich will dich eigentlich leer machen. Was soll Mist hier gerade? Kann ich es nicht hinbauen? So, Insert, das ist auch weg. Jetzt werde ich wieder müde. Toll, ich habe eine Muschel gesammelt. Yay. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken, ob ich die vielleicht im Aquarium, sag schon, ob ich die schon im, Shiny Discover habe. Das ist okay, auch nicht schlecht. Da steht jetzt Pickup dran. Ich würde das gerne auffüllen. Ha? Warum geht das nicht? Merkwürdig. Manchmal geht's nicht. Jetzt hat er. Okay. Shiny Disc ist gut, wir brauchen mehr. Ich gehe jetzt aber erst ins Bett und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.